Das ist Friede Freude Smartphone und heute gibt es noch einen Tipp zum DB Navigator. Heute möchte ich mir ein Länderticket kaufen und zwar das Bayern-Ticket. Ich öffne hier meinen DB Navigator. Wo finde ich diese Tickets? Ich gehe hier ein Stück nach unten und hier finde ich Tickets und Angebote. Hier haben wir einmal das Deutschland-Ticket, Bahncard, regionale Angebote. Das ist das, was ich suche. Und zwar suche ich jetzt hier ein Ticket für ein Bundesland und heute mal für Bayern. Damit tippe ich hier auf Fertig. Jetzt werden mir hier Tickets angezeigt. Hier finde ich dieses Bayern-Ticket, hier tippe ich mal drauf und tippe auf Jetzt auswählen. Zweite Klasse, 29 Euro. Jetzt brauchen wir hier das Gültigkeitsdatum. Das soll für den 3. Oktober sein. Fertig. Und ich muss die Reisenden eintragen. Ich tippe also auch hier drauf. Erste Person mit Ermäßigung. Und wieder zurück. Jetzt muss ich noch eine weitere Person hinzufügen. Deswegen tippe ich hier auf zweite Person. Auch mit Ermäßigung. Hier links geht es wieder zurück. Damit habe ich die zwei Personen jetzt eingetragen. Hier links oben geht es zurück. Also, Gültigkeitsbeginn ist morgen. Zwei Reisende. Jetzt gehe ich zur Bestellung. Jetzt muss man hier noch die Namen eintragen. Mein Name ist schon eingetragen. Jetzt trage ich noch den zweiten Namen ein. Und tippe hier auf Weiter. Damit habe ich meinen Gesamtpreis. Hier oben kann ich noch auswählen, wie ich dafür bezahlen möchte. Ich möchte heute mit PayPal bezahlen und damit tippe ich auf Jetzt kaufen. Als nächstes muss ich mich hier bei PayPal anmelden und bezahlen. Jetzt tippe ich hier noch auf Kauf abschließen. Damit bin ich zurück hier im DB Navigator. Ich tippe hier auf Fertig. Und mein Ticket wurde hier automatisch unter Reisen und unter Ticket hinzugefügt. So viel für heute. Nicht vergessen, meinen Kanal abonnieren und keins meiner Videos verpassen. Tschüss!